Digitalisierung verändert unser tägliches Leben, sie verändert aber auch die Tourismusbranche enorm. Auch wenn in Deutschland fast jeder zweite Urlauber seine Reise in einem Reisebüro bucht, ist das Online-Buchungsverhalten in den letzten Jahren doch enorm gestiegen. Dabei geht es mir jetzt gar nicht darum, stationären Handel bzw. stationären Betrieb und Onlinehandel gegeneinander auszuspielen. Ich denke, das wird nach und nach Hand in Hand gehen. Wir sind ein vertikal integriertes Unternehmen mit eigenen Schiffen, eigenen Flugzeugen, eigenen Hotels. Das ist der eigene Content, mit dem wir da sehr gut aufgestellt sind und insofern nicht nur einzigartige Reiseerlebnisse schaffen, sondern eben auch eine hohe Kundenbindung erzielen, weil der Gast gerne wieder auf das eine Schiff oder in das eine Hotel dann auch wieder zurück will im nächsten Jahr. Was ist die digitale Transformation bei TUI? Also ich denke für uns, digitale Transformation, das ist ja heute ein Schlagwort, das lesen Sie überall. Für uns ist es vor allem, geht es darum, einen Mehrwert zu bieten. Und Mehrwert für unsere Kunden, unsere Urlauber sind das ja in unserem Fall, unsere Mitarbeiter und aber auch unsere Geschäftspartner. Cloud ist für uns inzwischen selbstverständlich. Wir arbeiten natürlich aber auch mit Machine Learning und Blockchain-Technologien. Also für uns ist digitale Transformation nochmal ganz wichtig, kein Selbstzweck, sondern wirklich den Mehrwert für den Kunden zu erhöhen. Digitalisierung und Innovation sind wichtige Elemente für schnelles Wachstum auch bei TUI. Es gab viele Fragen zu der Konkurrenz von den reinen Online-Anbietern. Hier war es mir sehr wichtig, festzuhalten, dass wir diese Konkurrenz nicht scheuen. Wir bieten alles aus einer Hand an. Wir investieren in eigene Inhalte wie Hotels, Flugzeuge und Kreuzfahrtschiffe und sehen uns daher sehr gut gerüstet für die Zukunft.